Dankeschön, das UMPA Jazz Orchester, das Jazz Institut, UMPA Jazz Orchester. Die Solisten waren Moritz Stahl am Tenorsaxophon und Michael Salvermoser an der Trompete. Ja, wir haben heute Abend viel vor. Erstmal herzlich willkommen natürlich zum Preisträgerkonzert des Kurt Maas Jazz Awards 2017. Ja, zum dritten Mal nun der Jazz Award. Wir sind alle sehr aufgeregt, aber auch sehr glücklich. Bevor wir jedoch mit dem Preisträgerkonzert direkt anfangen, möchten wir noch einem Jazz-Giganten, einem Jazz-Hero gedenken, der letzte Woche von uns gegangen ist. Ich spreche von Al Jarreau. Wir haben uns überlegt, mit einem Studierendenensemble, eben bevor wir jetzt das Konzert anfangen, einen Titel von ihm zu spielen. Den Titel hat er damals aufgenommen, 83, auf seinem Album Jarreau. Übrigens hat unser erster Ehrengast, der mit uns hier den Kurt Maas Jazz Award eröffnet hat, Abraham Laboriel, auf diesem Album mitgespielt. Der Titel wird sein Boogie Down. Machen Sie sich auf was gefasst. Vielleicht möchte ich kurz die Musiker vorstellen. Wir haben am Schlagzeug Sebastian Wolfgruber. Georg Stirnweis am Bass. Den Mann kennen Sie vielleicht, Leo Betzle hat den ersten Preis beim zweiten Kurt Maas Jazz Award gewonnen. Leo Betzel. Die Horn-Section komplett Raphael Huber, Michael Salvermoser, Stefan Hack und Torben Schütt. Und natürlich brauchen wir einen Sänger, der den Al Jarreau nicht ersetzen kann, aber der Ihnen die Nummer jetzt präsentieren wird. Kilian Sladek, viel Spaß. Memoriam of Al Jarreau. Best iPhone, you are the winner. You're gonna feel.
go one and two and three. He's a little step for you and he comes right your stuff, but maybe not for the viewers, the movie, the Jews, the boogie woogie. I can be what I want to, and all I need is to get my boogie down. I can be what I want to, and all I need is to get my boogie down. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich finde es einfach großartig, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Ich erzähle mal kurz die Geschichte dazu. Am Mittwoch ist die Idee entstanden, man wolle doch vor allen Dingen auch Al Jarreau noch einmal würdigen, auch in diesem Programm. Und dann gab es einen kleinen Telefonrundruf innerhalb des Jazz-Instituts und innerhalb der Studierenden. Und ich sage mal, eine Stunde später kam der Anruf, ja, Band da, Sänger da, wir machen das, wir freuen uns, bitte unbedingt. Und ich finde es, ja, großartig. Ja. Das ist Jazz. Ja. Genau. Ja. Und das ist auch so ein, ja, dieser hippe Boogie Down ist, ich finde, es entspricht auch eben Al Jarreau, jetzt sieht man ihn nicht mehr, aber ein Mann von solcher grandiosen Vitalität und von so einer positiven Haltung. Vielleicht freut er sich irgendwo, wo er ist. You can be what you want to. All you need is to get your boogie down. Ich finde, das ist eigentlich auch ein guter Spruch, wenn man ja, Jazz studiert. Das ist eigentlich für alle Leute ein guter Spruch, aber auch wenn man Jazz studiert, vielleicht besonders. Denn du kannst sein, was du möchtest. Du musst nur wirklich dein Ding tun. Du musst das machen. Und ich denke, dass die Studentinnen und die Studenten hier am Jazz-Institut genau damit befasst sind. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und ich finde es sehr schön, dass der Kurt Maas Jazz Award manchen von Ihnen die Chance gibt, noch ein Stück weiterzugehen in Ihrem Weg. Und manchmal ist es ja so, wir haben es gerade erlebt beim Leo Betzel. Sie wissen, wie es ist. Er war im ersten Durchgang bei den Finalisten oder ist gar nicht mal ins Finale gekommen, sowas. Und im zweiten Durchgang, zwei Jahre später, hat er den ersten Platz abgeräumt und war dann eben in der Berklee Summer School. Solche Wege geht man im Jazz, solche Wege geht man, wenn man jung ist. Und heute Abend erleben Sie hier ein bisschen was von dem Ergebnis des diesjährigen Wettbewerbs. Ein bisschen was ist zu wenig gesagt natürlich. Sie erleben Musik und zwar von allen Preisträgern und der Preisträgerin. Sie erleben einige Menschen, die hier Preise stiften und übergeben. Und was erleben Sie noch? Sie haben schon erlebt, die wunderbare UMPA-Band, das Orchestra. Ja, und Sie werden auch noch einen tollen Ehrengast erleben. Das wissen Sie aber wahrscheinlich alles schon, denn vielleicht sind Sie ja gerade auch wegen ihm gekommen. Wie auch immer es sein mag, wir haben ein Programm mit einer Pause. Im ersten Teil werden Sie die ersten, die Drittplatzierte und den Zweitplatzierten des Preises kennenlernen. Und im zweiten Teil des Programms nach der Pause dann den Erstplatzierten. Ja. Rebecca Trescher, sie hat den dritten Platz gemacht. Sie ist 1986 geboren in Tübingen. Sie hat klassische Klarinette gelernt als Kind, als junges Mädchen und ist dann mit diesem Jazz-Virus infiziert worden. Warum? Wegen der Freiheit. Wegen der Freiheit der Improvisation. Das hat sie wahnsinnig gereizt.
Und sie ist nach Nürnberg gegangen, hat dort an der Musikhochschule Jazz-Klarinette studiert, hat dort auch ihren Master gemacht 2015 und ist 2016 hierher ans Jazz-Institut gekommen und studiert jetzt gerade hier Komposition und Arrangement, unter anderem bei Christian Elsässer. Und sie hat in der Zeit, als sie studiert hat, war sie schon ganz rege und fleißig gerade mit dem Komponieren und hat zwei Smallband-Alben aufgenommen, 2011 und 2014 und dann 2015 auch ein Album mit einem 11-köpfigen Ensemble, das es immer noch gibt, das gerade schon das zweite Album aufgenommen hat. Also eine junge Frau, die sehr fleißig ist und sehr viel macht und hier im Video sich selbst vorstellt. Jazz bedeutet für mich Freiheit, Kommunikation, Interaktion im Moment mit Kollegen. Ein wichtiges Element ist in der Musik für mich auf jeden Fall die Improvisation, auch mit Mitmusikern zu improvisieren und natürlich aber auch Stücke gemeinsam zu arrangieren und auch symphonische Klangformen zu gestalten. Ich habe eigentlich erst mit Gitarre angefangen, aber mein Onkel ist Holzblasinstrumentenbauer und der hat mir dann mal eine Klarinette gebaut und auch Saxophon und dann, ja, war irgendwie klar, ich spiele jetzt Klarinette so. Ein ganz besonderer Moment war für mich, meine eigene CD zu produzieren und dann auf CD-Release-Konzerten mit Kollegen die Musik zu spielen und gemeinsam meine Musik, meine Sprache weiterzuentwickeln, verfeinern und letzten Endes im Publikum zu präsentieren. Jetzt würde ich mal Rebecca Trescher bitte auf die Bühne bitten zu mir. Wenn sie mich hört, wenn sie hier irgendwo in der Nähe ist, möge sie mal kommen. Da ist sie. Sehr gut. Ein Applaus für Rebecca Trescher. Hallo. Grüß dich. Hallo. Ja, Maria, dein Publikum. Wie ist es denn? Bist du eine wettbewerbserfahrene Musikerin? Ich habe schon ein paar Wettbewerbe gemacht, auf jeden Fall, aber man ist immer nervös und angespannt. Ist es das erste Mal, dass du auch Preisträgerin bist oder gab es da mal schon was vorher? Es gab auch schon was vorher. Im klassischen oder im Jazzbereich? Im Jazzbereich. Okay. Jetzt bist du ja relativ frisch in München. Ist natürlich auch gleich ein schöner Einstieg hier in das Institut. Ich nehme an, du bist schon relativ glücklich hier, oder? Total. Das musste sie ja jetzt sagen, haben Sie gemerkt? Das war voll die Suggestivfrage. Ich bin manchmal blitze ich mit solchen Fragen total ab, ne? Aber sie hat, na, hast es gut gemacht, ja. Gut. Ich würde, derjenige, der dir den Preis jetzt überreichen wird, ist ja, du bist ja sehr auf Komposition auch fokussiert, ist auch ein ganz großartiger Komponist, ein Pianist, er ist auch Produzent, er hat auch ein eigenes Studio, er hat ein paar Alben mehr under his belt, wie man so schön sagt. Also du ist aber auch ein bisschen älter dafür, also hat schon 21 Platten rausgebracht, ist Berkeley-Absolvent, ist Absolvent der Manhattan School of Music und er hat auch ein paar Wettbewerbe in seinem Leben gespielt, auch den Martial Solal Concours in Paris, also ein echter Hochkaräter und er ist derjenige, der den Preis, den du bekommen wirst, ja, denke ich mal, mitgestaltet, uns auch genau sagen kann, worum es sich dabei handelt. Und das ist nun Cornelius Claudio Keusch, den ich bitte hierher zu uns zu kommen. Cornelius Claudio Keusch, Otto Brunn, unser Man. Genau. Und ich gebe mal das Mikrofon einfach weiter, ja? Ja, herzlichen Dank, Frau Sampson. Der Preis beinhaltet. Herr Klaus, da stellst du mich vor eine Situation, die wir noch gar nicht so im Detail besprochen haben. Aber die Otto Brunner Konzerte, für die ich mit künstlerischer Leiter bin, haben eine Veranstaltung, die nennt sich Berkeley at Otto Brunn. Und da kommen Professoren aus Boston von der Berklee College of Music und halten Auditions ab und machen Workshops. Wir haben aber auch andere super interessante Musiker, die da über das Jahr verteilt kommen. Und vielleicht bietet sich einer dieser Workshops, die wir da anbieten, an. Oder vielleicht können wir da was stricken dafür, dass du in deiner Kompositions- und Improvisations- und Musiksuchwelt neue Inspirationen kriegst, die vielleicht entscheidend sind für die nächsten paar Jahre. Hoffen wir mal. Ja, sehr gut. Sehr schön.
Vielen Dank. Cornelius, Claudio Keusch, Sie dürfen jetzt auch die Urkunde überreichen. Das ist sozusagen, das ist der Scheck jetzt, ne? Das ist klar, das wird auch eingelöst. Egal wann, also nicht egal wann. Ich denke im Laufe des nächsten, in diesem Jahr noch. Und wir sind sehr gespannt, was es dann sein wird, wer es dann sein wird und was die Ergebnisse auch sein werden. Vielen herzlichen Dank. Danke an Sie. Und jetzt, ja. Ich verrate jetzt mal ganz kurz was. Wir kennen uns schon relativ lange. Es ist so, ich arbeite öfters in Nürnberg und als Rebecca Drescher in Nürnberg studiert hat, habe ich öfters mal ihre CDs schon bei mir in der Sendung vorgestellt. Ich arbeite für diesen Sender. Und dann haben wir auch ihre letzte CD im Studio Franken des Bayerischen Rundfunks co-produziert. Also deswegen, es gibt ein Band, das mag ich jetzt auch gar nicht verheimlichen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat mit diesem Preis. Und wir hören dich jetzt nicht mit 11 Leuten, sondern ganz intim im Duo mit dem Pianisten deiner Band, mit Andreas Veit, den ich hiermit auf die Bühne bitten möchte. Viel Vergnügen mit dem Programm von Rebecca Drescher. Thank you.
Rebecca Tascher. Ich denke, diesen Moment sollten wir verewigen. Gibt es ein Foto? Möchte jemand ein Foto machen, bitte? Genau. Ich dachte mir, wir verewigen diesen Moment auf Foto und der Cornelius kommt nochmal mit dazu. Das haben wir nämlich vorhin vergessen, es sollte noch ein Foto gemacht werden und jetzt ist auch der Fotograf da. Juhu, sehr gut, alles klar. Ja, bitte, du sollst auch mit drauf, ihr sollt da mit drauf, ich gehe da nicht mit drauf, ich habe die Zeit meiner Fotogenität hinter mir gelassen, also los. Also, gut, also. Super. Vielen herzlichen Dank, Rebecca Tascher, Cornelius Krösch. Also es gibt eine Möglichkeit, könnte man erarbeiten. Wir haben am 14. Juli das erste Jazzfest in Ottobrunn und da spielen an einem Abend Joe Lovano, Greg Ausby und Leif Liebman. Und vielleicht ist der ein oder andere bereit, einen Workshop zu machen, den wir organisieren können. Und das wäre natürlich, glaube ich, eine grandiose Sache, oder? Schauen wir, dass wir das hinkriegen. Ja. Kommt es Ihnen so ein bisschen so vor, als ob wir ein bisschen improvisieren würden? Ja? Ja. Aber es gehört einfach auch mit dazu, finde ich. Ja, es geht auch heute Abend irgendwie nicht anders, es muss so sein. Und ich freue mich übrigens, dass Sie da sind, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und auch so viele wieder, großartig. Der junge Mann, der den zweiten Preis gemacht hat beim diesjährigen Kurt Maas Jazz Award, ist 1994 geboren in der in einer nordöstlichen Provinz Chinas, in einer Stadt namens Harbin. Das ist eine große Metropole mit knapp 4 Millionen Menschen, die dort leben. Ich habe heute mal nachgeschaut im Internet. Im Moment sind dort 19 Grad minus, aber ist ja eigentlich normal. Ne? Ja. Er ist nach Peking gegangen dann. Er hat als Junge erstmal angefangen, mit 4 Jahren Klavier zu üben. Mit 8 Jahren kam das Schlagzeug dazu, mit 15 Jahren wurde er vom Jazz erfasst und schon mit 17 Jahren war er an der Musikhochschule in Würzburg. Ja, das ist ein weiter Weg, muss man sagen. Ich werde ihn nachher auch fragen, von China nach Würzburg, aber wahrscheinlich lag es daran, dass er wusste, dass dort ganz tolle Professoren und Dozenten sind, nämlich Bill Elgard und Bastian Jütte. Bastian Jütte ist hier auch am Jazz-Institut, früher Schüler gewesen, jetzt ist er hier Dozent. Und der junge Mann namens Jidong Su ist jetzt auch sein Schüler hier, denn er studiert am Jazz-Institut weiter. Ich würde mal sagen, er stellt sich jetzt mal in dem vorab gedrehten Video vor, das gleich über diese Leinwand flimmern wird. Also, Rebecca Tascher, auf Wiedersehen. Jidong Su, guten Tag. Jazz für mich, ich glaube, es ist Leben. Ich habe mein Vater gesagt, ich habe keine Lust, Gitarre weiter zu spielen. Und mein Vater sagt, ja, da einfach wir Schlagzeug lernen. Ja, das ist, warum ich spiele Schlagzeug. Ich glaube, in Jazzmusik, Schlagzeug ist ein bisschen schwer als anderes Instrument. Ich meine, nicht schwer zu spielen. Ich meine, bei alle anderen Instrumente kann man die Akkords und Melodie alles zu spielen. Und Schlagzeug, es gibt keine Melodie. Es gibt nur Ton, Snare, Bassdrum, Backen und einige Sounds. Und das ist Schwierigkeit und du musst so überlegen, welche Melodie du kannst spielen in Schlagzeug und gleich als anderes Instrument und deine Musik zu spielen in Schlagzeug. Ja, jetzt würde ich ihn gerne auf die Bühne bitten. Jidong Su, bitte auf die Bühne. Ja! Mein Lieber, ich habe es gerade ja gesagt, du bist ja schon mit 17 Jahren nach Würzburg gekommen. Ja. Da warst du echt verdammt jung. Du bist ja immer noch sehr jung, aber das ist ja, wie war das damals und warum bist du überhaupt nach Deutschland gekommen und dann auch noch nach Würzburg? Ich finde Würzburg super, ja, aber trotzdem, ja. Ja, ich bin ja, naja. Okay, ja, ich finde die Jazz in Deutschland, es ist super. Und vor ich Studium und ich habe auch in Websites und alle im Internet schauen und ich finde Deutschland ist super, super gut und viel Jazz und kann man fast jeden Hochschule und Jazz zu studieren und viele gute Dozent und dann für Würzburg und ich habe die Aufnahmeprüfung teilgenommen und ja,
Und ich kennenlerne meine zwei Dozenten, Bastian Jutta und Beargett. Und es ist super und sehr nice und habe ich schon viele gelernt. Und dann vor 2 Jahren, dann ich habe München hier angenommen. Und dann kennen meine die anderen Dozenten, Michael Kauer. Und alles super, ich glaube. Und dann ich habe, das ist warum ich komme Deutschland. Danke. Ja. Also meine Hochachtung hast du. Also auch in so jungen Jahren einfach hierher zu kommen, sich auch komplett die neue Sprache drauf zu schaffen, dieses ganze Umfeld und so weiter, das ist nicht ohne. Inzwischen bist du ja auch viel konzertierend unterwegs und auch mit deiner deutsch-chinesischen Band quasi zurück nach China. Ihr wart auf Tour. Ich glaube genau mit den Musikern, mit denen du jetzt hier auftreten wirst auch, ne? Genau. Du hast jetzt den 2. Preis gemacht in diesem Jahr beim Kurt Maas Jazz Award. Und die Frau, die dir diesen Preis jetzt gleich überreichen wird, ist die künstlerische Leiterin eines sehr wichtigen Jazzclubs in München. Ein Jazzclub, bei dem sich die Stars der internationalen Jazzszene die Klinke sozusagen in die Hand geben. Ich glaube, sie kennt absolut alle und ich glaube, sie ist mit vielen auch wirklich gut befreundet. Ich freue mich, dass Katharina Ehmke hier ist und sie kommt schon auf die Bühne. Sehr gut. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, my dear, du bist wieder hier und es ist sehr schön, dass du wieder einem jungen Studierenden in diesem Fall die Möglichkeit gibst, ich sag mal jetzt in deinem Club oder in dem Club, für den du das Programm machst, auftreten zu lassen. Möchtest du vielleicht kurz noch 2, 3 Worte dazu sagen? Als erstes möchte ich dir gratulieren vom Herzen, denn dein Stil passt auch wunderbar zum Nightclub-Stil. Und ich freue mich, dass du am 17. Juli bei uns auftreten wirst. Und das ist ein Tag vor dem Jazz-Sommer-Festival, wie immer. Ein wichtiger Tag ist auch der 16. Juli, an dem Musikkritiker bei uns wieder auftreten. Und da geht die Steigerung. Zuerst die Musikkritiker, dann deine Band und unser tolles Festival. Ich danke. Danke dir. Okay. So. Und jetzt würde ich auch wieder um ein Foto bitten. Genau, ein Foto nach der 2, bitte. Genau. Genau. Ja, wir brauchen das fürs Poesiealbum. Ja, genau. Da kommt dann so eine Girlande drumherum und dann so. Genau. Super. Und jetzt hören wir Musik von deinem Quartett. Mit dabei ist Anton Mangold am Altsaxophon, Felix Schneider am Piano und Theodor Sparnagel am Bass. Und ihr spielt 2 Stücke, eines von dir, eins von Anton. Viel Vergnügen mit dem Qidong Su Quartett.
Thank you.
Qigong Su, meine Damen und Herren, sein Quartett. Beijing Underground. Ja. Ja. Der junge Mann läuft hinter der Bühne auch in einen großen Applaus hinein, wollte ich nur gerade sagen. Hinter der Bühne sind das UMPA-Orchester und alle sind total abgegangen hier bei diesem tollen Stück Beijing Underground. Man kann Papa Su wirklich nur dankbar sein, dass er seinen Jungen nach Würzburg gelassen hat. So, jetzt machen wir eine Pause von etwa 20 Minuten. Sie haben natürlich wahrscheinlich alle schon Ihr Programm studiert und haben den Einlegezettel auch gesehen. Wenn Sie jetzt dann gehen und sich ein geistiges Getränk kaufen wollen, zum Beispiel, kommen Sie vielleicht vorher in dieser Spendenbox vorbei. Ich sage das jetzt nur einfach mal so. Und wenn Sie mögen, also was in diese Spendenbox geht, das kommt direkt den Studierenden des Jazz-Instituts zugute, nicht im Sinne von, dass jeder dann ein extra Abendessen gekauft bekommt, sondern es wird in Equipment, aber soll es vor allen Dingen in Workshops investiert werden, sodass eben große Künstler auch hierher eingeladen werden können, um den Studierenden einfach was von ihrem Wissen weiterzugeben. Das nur am Rande, ich habe es Ihnen jetzt gesagt, die Entscheidung liegt natürlich völlig bei Ihnen. Wir sehen uns in etwa 20 Minuten wieder. Bis dann. Ciao.
Thank you.
The Walls of the Child Cats, Klaus Soldinger. Yeah. Wow. Bleiben Sie bei mir? Ja. Fürs Interview? Ja. Genau. Ich muss Sie gleich noch mal ein bisschen abfangen und befragen. Wir haben ja unserem letzten Mittwoch eigentlich so im Gespräch ein bisschen näher kennengelernt und heute haben wir auch noch mal ein bisschen geplaudert. Dieses Stück, was Sie gerade gespielt haben mit der Big Band, ist ja von Ihnen und ist ja schon, wann haben Sie das geschrieben eigentlich? 1963 oder so. Funktioniert immer noch saugut. Und das Arrangement jetzt, das Big Band Arrangement auch von Ihnen? Ja, das war mein erstes Big Band Arrangement damals. Okay, wow. Und fühlt sich total frisch an, oder? Sehr gut. Also, wir sind ja hier beim Kurt Maas Jazz Award. Jetzt sind Sie ja ein ganz routinierter Preisträger von sehr vielen wichtigen Preisen. Ich nenne mal Echo Jazz, ich nenne mal den Frankfurter Musikpreis, ich nenne mal Ehrungen auch, Bundesverdienstkreuz, Bayerischer Verdienstorden. Und jetzt am letzten Dienstag ist eben auch der kulturelle Ehrenpreis der Stadt München dazugekommen, zu dem ich Ihnen auch nochmal nachträglich sehr herzlich gratulieren möchte. Alle! Und hört man je auf, sich über Preise zu freuen? Ja, ich meine, ich will das nicht übertreiben. Also es ist so, man steht ja trotzdem immer wieder mit beiden Beinen auf der Erde und ein Preis ist was wunderbare Sache natürlich. Und ich denke, es müsste eigentlich viel mehr von meinen Kollegen und Kolleginnen noch geehrt werden, weil so viele auch sehr gut sind. Und man denkt dann über sich selber auch natürlich nach und denkt, habe ich denn wirklich verdient? Und für mich ist das natürlich eine Herausforderung, weiterhin an mir zu arbeiten und nicht, sagen wir mal, das Lebensalter jetzt als Auftakt zum Rentnerdasein zu begreifen, sondern mir macht es halt Spaß, auch wieder an Dingen zu arbeiten, nicht wahr? Und sagen wir mal, es ist ja so, selbst was man schon perfekt meinte, drauf zu haben, muss man immer wieder neu erarbeiten, sozusagen. Selbst jetzt, ich schlag mich gerade mit ein paar Arrangements rum, die ich mit einer Big Band spielen soll, auf einer Tour nach Paris und London, jetzt in den nächsten 2 Wochen. Ja, mein Gott, ich habe das natürlich oft schon gespielt in meinem Leben und konnte das auch immer ganz gut. Aber man fängt dann immer wieder von vorne an, muss das immer sich nochmal neu drauf schaffen. Also ich bin vielleicht auch nicht ein Naturtalent, also ich bin da immer wieder auch engagiert, dann dran zu arbeiten, das noch besser zu können. Sie sind ein ziemlicher Bauchmensch, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ja. Ich tue, ja. Ich tue Ihnen, glaube ich, nicht unrecht damit, aber Sie sind also aus dem Musikalischen heraus für mich wirklich ein Bauchmensch und so spielen Sie, so ist Ihr Ton und so greifen auch Ihre Kompositionen, aber Sie haben ja diese klassische Ausbildung, die Sie ja irrerweise irgendwie schon mit 11 Jahren, begann das ja schon am Konservatorium, so als Sonderstipendiat und da war Musiktheorie dabei, da war Klarinette dabei, da war Klavier dabei und Sie haben sogar später, glaube ich, sogar noch ein Musikwissenschaftsstudium irgendwie draufgesattelt, was ich nie gedacht hätte, was mich total erstaunt und überrascht hat. Wie stehen Sie denn so zur akademischen Ausbildung jetzt für Musiker, Jazzmusiker natürlich? Ist für Sie selber dieses Fundament, was Sie da hatten oder haben, was aus dem Sie wirklich sehr viel schöpfen konnten? Naja, in meinem Fall war das, sagen wir mal, das Eigenartige daran in den 50er Jahren, weil es ja der Jazz total non grata war. Also es war unerwünscht und einer unserer Professoren nachher bei der Musikwissenschaft, bei der Stockhausen zum Beispiel, oder einer meiner Lehrer war der Jörg Bauer, ein später ganz prominenter neuzeitlicher Komponist der Klassik. Aber das war für mich eine Welt für sich. Und das andere, der Jazz, war so viel anders, das konnte ich gar nicht unter einen Hut bringen. Wollte ich auch nicht. Ich war glücklich, dass ich meine eigene Welt hatte und ich hatte das große Glück in frühen Jahren, bereits in den USA gespielt zu haben. Also unsere erste Tour führte uns gleich nach New York, da spielte man damals im Birdland. Und es war einfach wahnsinnig. Und dann in New Orleans und Atlanta und Chicago und 1960 bereits. Und das habe ich mir einfach nicht träumen lassen, dass das eintreten könnte. Und das hat mich alles so beseelt irgendwo. Und insofern war das eine, war die Ausbildung im Konservatorium. Das hat mir sehr viel, sagen wir mal, auch Kontrolle beigebracht,
zu üben und meine Tonleiter und musikalisch anders noch zu denken, über den Jazz hinaus. Aber der Jazz war für mich der Ursprung überhaupt des Live-Musizierens. Und das konnte ich in der anderen Ausdrucksweise eigentlich nicht verifizieren, also auch nicht ausführen. Ich habe zwar später auch für Orchester geschrieben, immer wieder, was man ja von den Filmmusiken und so, das macht auch Spaß, das ist eine Welt für sich natürlich auch. Aber sagen wir mal, der Jazz ist so außen vor all dem, insofern, dass ich das nie unter einen Hut bringen wollte und musste, sondern ich dachte, das ist das eine, das ist mein Ding, und das andere, das vom Kopf her, möchte ich das gerne auch weiterverfolgen und lernen und auch emotional natürlich begreifen, wenn man dann Robert Schumann heute spielt, ist es auch nach wie vor eine sehr gefühlvolle Musik. Ne? Bei gewissen Stücken, da geht mir das Herz auch heute noch auf. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich im nächsten Moment ein Goddammit, ein Blues spiele, einfach so aus dem Bauch heraus, wie ich einen Robert Schumann niemals spielen könnte. Das ist halt so. Aber naja, wir Menschen haben natürlich diese Fähigkeiten, da gibt es auch Schauspieler, die können das natürlich auch wunderbar Comedian sein und dann aber auch ganz ernsthaft werden. Und ich finde, das ist, sagen wir mal, das Schöne, dass die Vielfalt der Gefühle, die man entwickeln kann, einen auch in ganz andere Welten abgleiten oder aufsteigen lässt, nicht wahr? Also das ist eben das Wunderbare in der Kunst, dass man diese Möglichkeiten eben hat. Und das gilt nicht nur für die Musik, sondern in anderen Bereichen genauso. Und daran habe ich mich immer erfreuen können. Und das hält mich wahrscheinlich neben meiner Familie, meiner lieben Frau und den Kindern und Enkeln irgendwie mit am Leben. So diese Freude daran, an diesen Dingen. Also ich würde mal sagen, wir stimmen alle darin überein, dass wir Sie für den erfolgreichsten Jazzmusiker Deutschlands halten, der international von großem Renommee ist, also ein Ambassador of Jazz sozusagen, von uns ausgehend. Das hat ja wirklich in den 60er Jahren angefangen, wie Sie es gesagt haben, auch mit einer Platte, die Made in Germany hieß. Ja. Und Sie sind ein Allrounder, Sie haben es gerade auch schon angemerkt. Welchen Rat würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, was möchten Sie aus Ihrer Lebensweisheit heraus, ja, sozusagen jungen Musikern mitgeben? Ein Teil haben Sie schon mitgegeben, nie aufhören zu üben, war das so ungefähr? Ja, das ist ja klar. Also meine Bescheidenheit untersagt mir das eigentlich letztendlich, weil ich möchte nicht so als der Lehrherr auftreten. Aber ich glaube, das spürt ihr genauso wie ich, dass man natürlich üben muss und dass man einfach seinen Weg weitergeht und seinen Gefühlen folgt und never give up. Geht, macht weiter und lasst euch nicht einschüchtern, wenn es auch zum Teil etwas schwierig ist. Ich gebe es zu, auch das spüre ich natürlich auch. Wir, mit meiner Band, mit Passport, bin ja sehr froh, dass wir noch wunderbare Musiker um uns herum haben. Also wir spielen ja in verschiedenen Besetzungen, mal die Besetzung aus den 70er Jahren, dann auch die heutige. Und mir macht es immer wieder Freude, das hat mir auch jetzt Freude gemacht, mit euch zu spielen. Verdammt nochmal. Also ich kann das nur so ein bisschen vulgär ausdrücken. Das ist nun mal so, Klaus Reichstaller macht das wunderbar und ich hoffe, dass wir mal wieder zusammenkommen in näherer Zukunft. Alles Gute und macht weiter so. Dankeschön. Vielen Dank, Klaus Doldinger. Vielen Dank. Dankeschön. Die Zukunft wird sehr nahe sein. Alright. Ja, also, ja, ich habe mich nicht vertan. Ne? Ich habe schon gedacht und so, ich bin jetzt schon richtig im Programm, wenn ich jetzt so langsam auf unseren Erstplatzierten zuarbeite. Okay, alles klar. Macht nur Faxen hinter meinem Rücken, ihr könnt auch ruhig gehen, wenn ihr wollt, also ist okay, ja, und so, ich probiere mal das aus, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn, nochmal ein schöner Applaus für UMPA Orchester, huh? Wie wäre das? Ja. Ja, ganz schön. Unser erstplatzierter Preisträger ist 1991 geboren, in Augsburg. Er hat mit 10 Jahren angefangen, Saxophon zu spielen. Wie so oft, wenn man ja, diesen Weg beschreitet als Musiker, ist diese Initialzündung relativ früh. Da weiß man schon, es geht in diese Richtung. Mit 16 Jahren war er dann schon im Landesjugendjazzorchester. Da hat er 7 Jahre lang gespielt. Und er ist dann hier nach München gekommen ans Jazzinstitut und hat bei Professor Florian Trübsbach seinen Bachelor in Jazz-Saxophon gemacht. Jetzt setzt er gerade den Master obendrauf. Unser Name ist Moritz Stahl.
Sie haben ihn auch schon gesehen heute Abend hier auf der Bühne, weil er nämlich gerade mitgespielt hat beim UMPA Orchestra. Er ist ein wirklich auch toller Orchesterspieler. Ich habe ihn bei uns im Rundfunk gehabt mit einem Programm, das auch hier auf Initiative aus zum Teil Hochschulkreisen, das ist dieses Programm Feindsender, Charlie's Orchestra, da waren viele dabei, die heute auch da sind. Also ein ganz toller, wohl abgerundeter Musiker schon in seinem Spiel. Er hat vor 2 Jahren, glaube ich, wollte er schon mal antreten für diesen Preis und dieses Jahr hat er ihn jetzt gewonnen und wir waren alle hin und weg am Mittwoch, als wir die Performance von ihm am helllichten Nachmittag erlebt haben. Sie kommen jetzt in den Genuss der abendlichen Performance, aber vorher hier eine kleine Videobotschaft von unserem ersten Preisträger. Das ist er nicht, also der hat den kulturellen Ehrenpreis gewonnen, der Klaus Doldinger, aber er, okay. Für mich ist Jazz das Innerste der eigenen Seele nach außen zu bringen, auf jeden Fall. Und auf verschiedene Art und Weise, Sound, Melodie, Harmonie. Man hat so viele Möglichkeiten, quasi das auszudrücken. Ein besonderer Moment war, als ich die Aufnahmeprüfung fürs Landesjugendjazzorchester gemacht habe und da durch die Räumlichkeiten gelaufen bin. Und dann höre ich diese Band spielen und denke mir, was ist denn das? So was habe ich noch nie gehört. Das klingt so perfekt. Also für meine damaligen Ohren war das so das Schönste, was ich gehört habe und dachte mir, da muss ich unbedingt rein und dann hat es geklappt und ich war sehr, sehr glücklich darüber. Das ist Moritz Stahl. Und jetzt würde ich ihn gerne hierher zu mir bitten. Moritz Stahl, den ersten Preisträger des diesjährigen Kurt Maas Jazz Awards. Yeah. Hi. Herzlich willkommen. Nochmal zurück. Ja, mein Lieber. Also dieser wirklich schöne Preis, auf den du dich bestimmt jetzt schon sehr freust, ihn anzutreten im Sommer. Was ist es denn im Moment so in deiner Arbeit als Jazz-Saxophonist? Welches Thema brennt oder welche Themen brennen da gerade am meisten? Witzigerweise habe ich mir letzten Sommer einen Synthesizer gekauft. Also das heißt Iwi, das ist ein Blaswandler und damit beschäftige ich mich gerade sehr viel. Ich habe eine Band zum Beispiel, die heißt Arc Noir und das ist gerade ziemlich brandneu einfach und aktuell und da bin ich gerade viel am Ausprobieren. Gleichzeitig natürlich auch für meine Band schreiben, ein bisschen weiter, also wachsen als Komponist ist ein großes Thema. Du hast ja etliche Workshops auch mitgemacht, auch in Burghausen ja, bei hochrangigen Jazzmusikern wie Benny Golson oder Kenny Garrett, glaube ich. Und du hast auch Unterricht genommen bei Seamus Blake und bei Paul Heller. Das sind ja alles großartige Spieler mit einem ganz eigenen Personalstil auch. Könnte man sagen, dass es das für einen Jazzsaxophonisten auch ganz stark ist, diesen Personalstil zu erreichen? Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich eigentlich nur bestätigen, auf jeden Fall. Also das sind alles Saxophonisten für mich, die auf jeden Fall so einen ganz starken Weg gehen, auf jeden Fall. Und das ist natürlich ein großes Ziel, irgendwie auch zu wissen, wo man hin möchte und dann einfach da stark zu sein und diesen Weg zu gehen. Ja. Und heute jetzt für uns, so wie am letzten Mittwoch, wirst du ein Programm spielen, das teilweise eigene Kompositionen sind, aber auch ein Standard, oder? Genau. Das ist ein gutes Thema, weil ich muss gleich eine Programmänderung bekannt geben. Anstatt Tea Time, das ist eine Komposition von mir, spielen wir ein Cover von Nirvana in Bloom. Und genau, Peace von Horace Silver. Gut, und darauf freuen wir uns jetzt. Moritz Stahl gemeinsam mit Nils Kugelmann am Piano. Nein, Nils Kugelmann, Entschuldigung, am Bass. Und jetzt bin ich total durcheinander. Sag mir mal, wie der Pianist heißt. Bitte. Sam Hilton. Oh mein Gott. Sam Hilton am Piano. Entschuldigung, aber den letzten Namen habe ich mir gemerkt. Sebastian Wolfgruber am Schlagzeug. Und natürlich Moritz Stahl. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
das Moritz Stahl Quartett. Kurt Maas Jazz Award 2017, erster Platz. Ja. Die ganze oder einen Teil der ganzen großen Spannbreite des Jazz haben Sie jetzt erlebt, die wunderbare Ballade von Horace Silver, mit der du dich, wie du auch am Mittwoch erzählt hast, so jahrelang beschäftigt hast, bis die richtige, wie sagt man, Haltung da war, der richtige Sound da war. Dann jetzt Nirvana. So sind die Standards der Neuzeit. Das sind einfach diese Pop-Rock-Titel und das ist einfach super. I'm thrilled. Genau. Und jetzt werde ich mal ganz ordentlich versuchen, diesem Abend jetzt noch eine kleine Wendung zu geben, indem ich die Männer auf die Bühne bitte, die diesen Preis zu Ehren von Kurt Maas, dem diese Hochschule letztlich auch ihre Jazzabteilung verdankt oder zumindest, dass sie gegründet wurde, einst von ihm nämlich, die diesen Kurt Maas ehren wollen und es auch tun, jetzt schon seit 2013 mit diesem Preis. Das sind jetzt vier Männer insgesamt, die ich auf die Bühne bitte. Ganz wichtig vorne dran ist der Stifter des Kurt Maas Jazz Awards und das ist Camillo Dornier. Er möge bitte zu uns hochkommen. Und in der Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater in München, mit Dr. Bernd Redmann, in dieser Zusammenarbeit gedeiht dieser Preis immer weiter. Auch ihn möchte ich herzlich auf die Bühne bitten zu uns. Und der Mann, der hier ganz wichtig den Jazz-Spirit, dem er selbst schon in jungen Jahren erlegen ist, der mit vielen Größen des amerikanischen Jazz zusammengespielt hat und es, wenn es seine knappe Zeit erlaubt, jetzt auch noch manchmal tut. Sie kennen ihn, Sie mögen ihn sicherlich genauso wie ich. Es ist der Leiter des Jazz-Instituts, Klaus Reichstaller, der soll auch mit hochkommen. Und was mich besonders freut, dass ich auch noch gleich jetzt noch einmal auf die Bühne bitten darf, unseren Ehrengast des heutigen Abends, den very swinging, very down to earth playing Klaus Doldinger. Er kommt auch noch mit drauf für die Preisverleihung. Sehr gut. So. Und nun, liebe Dr. Redmann, würde ich sagen, Sie verleihen den Preis. Möchten Sie noch was dazu sagen? Es ist, grüße Sie, ganz wunderbar, dass Sie alle hier sind und dass die Freunde des Jazz, die hier auf der Bühne sind, auch diesen wunderbaren Wettbewerb wieder in Szene gesetzt haben. Ich freue mich sehr, jetzt den Preis Ihnen überreichen zu dürfen. Es war ein fantastisches Programm hier den ganzen Abend und ich glaube, es war auch wirklich ein toller Höhepunkt, diese drei so unterschiedlichen Stücke von Ihnen zu hören. Es war wirklich ein tolles Erlebnis. Ja. Und wir wünschen alles Gute im Sommer in Berkeley, in der Summer School, mit vielen neuen Eindrücken und vielen neuen Kontakten. Ich würde jetzt gerne noch auf die Bühne bitten, Cornelius Claudio Kreusch und Katharina Ehmke, denen wir auch sehr herzlich danken möchten, dass sie in ihren Veranstaltungsreihen an ihren Örtlichkeiten es ermöglichen, dass die beiden weiteren Preisträger, Preisträgerinnen auch einen wunderbaren Preis bekommen haben. Kommt doch bitte noch mal kurz auf die Bühne, damit wir euch auch fürs Poesiealbum verewigen können. Ja? Kommt mal hoch. Okay. Da ist sie, sehr gut. Ja. So, genau. Was steht denn da jetzt eigentlich drin in dieser? Steht das richtig drin und so? Ist das so richtig mit Stempel drauf? Und ja, genau, und Einreisevisum auch noch. Muss man ja zurzeit ein bisschen sich überlegen, ja, wer war nochmal genau mein Vater, wo ist der geboren, warum und so weiter. Aber man muss sehen, was, also im Moment geht es ja ein bisschen abwärts, so wie es aussieht, aber mal schauen, was das nächste Dekret bringt. Aber auf jeden Fall
Wir kriegen Moritz Stahl in die USA, okay? Im Sommer, ja? All right. Here you go. Meine Damen, meine Herren, vielen herzlichen Dank. Und liebe Künstler, liebe überhaupt in den Weg, auf den Wegbringer, liebe mit ihrem ganzen Herzen diesen Preis befördernden, ja, ich spreche ihn jetzt an, jetzt schaut er weg, ja, jetzt schaut er irgendwo hin. Also ich weiß nicht, Camillo Donnier ist für mich jemand, der einen solchen Elan und eine solche Liebe zu diesem ganzen Geschehen des Jazz hat, weil er selber natürlich auch Jazzmusiker ist, weil er ja einmal auch ein Jazzschüler war und der mit dem ganzen Herzen hier dabei ist, um einfach junge, neue Talente, die hier an diesem Jazzinstitut in so großer Zahl vertreten sind, mit zu unterstützen mit diesem Preis. Ich muss wirklich sagen, ich Hut ab vor so viel Engagement und dass er das möglich macht und Hut ab vor der tollen Zusammenarbeit mit dem Institut, mit der Hochschule, dass einfach für die tollen Studentinnen und Studenten so viel getan werden kann. Würde ich nochmal doch mit einem kleinen Applaus bedenken wollen, oder? Ja. Magst du noch was sagen? Beate Sampson, Dankeschön, herzlichen Dank. Katharina. Jetzt kommt natürlich das große Finale. Und was anderes, was kann das Finale sein? Ein Meister, der mir in jungen Jahren schon immer beigebracht hat, wie man Big Bands leitet und wie man mit Big Bands umgeht. Der hat immer gesagt, you have to play the blues. Deswegen spielen wir jetzt zum Abschluss noch mit unserem Ehrengast, mit dem wunderbaren Klaus Doldinger. Und natürlich der Moritz ist auch in der Band und der Chitong ist in der Band. Und spielen wir einen tollen Blues und der ist komponiert von einem, der auch für unser Jazzinstitut immer da ist und der letztes Mal Ehrengast war. Der ist komponiert von Duško Gojković. Und wie könnte er besser heißen als The Going Home Blues? Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebes Publikum, weil das Wichtigste für einen Musiker ist natürlich das Publikum. Und wir brauchen Ihre Unterstützung. Sie wissen ja, Klaus hat schon angedeutet, es ist gerade für junge Musiker und für das Genre, was wir ja machen, den Jazz, unheimlich wichtig, dass wir unterstützt werden. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und wir freuen uns, wenn Sie unsere Konzerte besuchen, wenn Sie kommen zu uns. Jetzt gehen wir erstmal in die Semesterferien, aber dann sehen wir uns bald wieder. Herzlichen Dank. Thank you.
Lassen Sie sich schmecken. Keep on swinging. Bis bald. Dankeschön.